reagieren auf das neue Video von Justin. Ich hole mein erstes Cabrio ab. Es handelt sich dabei um ein Lambo. Haben ja vielleicht auch schon der ein oder andere mitbekommen. Habe ich auch schon auf Insta gesehen. Aber das Video habe ich noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Justin jetzt auch im Lambo-Club. Herzlich willkommen, Justin. Ich würde ja sagen, herzlich willkommen in der Oberklasse. Aber er fährt halt schon Rolls Royce. Also er ist schon in der Oberklasse. Aber gut. Let's go, wir starten rein. Peace Friends, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Es gibt heute mal was ganz Besonderes. Und zwar habe ich es in den letzten Monaten bzw. Wochen ja schon so angekündigt. Ich hatte Lust auf ein Cabrio. Aha. Und das Ganze findet heute statt. Wie, was und warum vor allem erkläre ich euch gleich nach einem leckeren Frühstück. So auf schnell. Für mich geht es gleich nach Berlin. Am sinnvollsten war da Zugfahren. Ich bin schon ewig nicht mehr Zug gefahren. Bin nach gespannt, Berlin, ob das jetzt Alter. So von Köln nach Berlin. Corona-Zeit irgendwie klar geht. Wie lange fährt man da? 4-5 Stunden oder so? Nehmen wir einen Kollegen mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir dann gleich im Zug sind. Okay Leute, das erste Mal Zugfahren seit 3 Jahren oder so wieder. Mo ist auch am Start. Jetzt bei der Autoabholung am Start. Viele von euch haben sich eine Folge First Class Deutsche Bahn. Ich hole ein neues Traumauto gewünscht. Hier ist sie. Ein kleiner Spaß. Normalerweise gibt es bei mir ja keine Rentals, aber ich bin mit meinen 2 Autos, die ich habe, super, super zufrieden. Und habe aber gedacht, im Sommer wäre so ein Cabrio nice. Ist auch nice. Deswegen habe ich jetzt einen nice Partner gefunden, der mir einen coolen Preis gegeben hat. Dafür fahre ich dann halt heute hin. Dann lasst euch überraschen. Wir sehen uns dann. Aber ich sage auch ganz ehrlich, Justin macht es auch richtig, weil ich habe euch ja auch schon mal erklärt mit meinem Lambo so, ich habe auch schon überlegt, den ja jetzt Ende des Jahres zu verkaufen, weil man den einfach gefühlt nur im Sommer fahren kann. Also du fährst den Wagen, sage ich mal, 7-8 Monate im Jahr und einfach mal so 4-5 Monate gar nicht und zahlst den aber trotzdem. Und er sagt halt jetzt so, ey, ich mag eigentlich keine Mietwagen, aber dafür macht es halt Sinn. Und da hat er auch voll recht. So schön über den Sommer Lambo ein paar Monate, wo du Spaß hast und dann wieder abgeben, weil sonst der Wagen kostet halt unnötig Geld, weißt du? Also warum nicht? Einfach wieder, wenn wir in Berlin sind. Kleiner Outfit-Check hier natürlich noch. Kleiner Sommerleak. Hast du auch eine Cap an? Okay, okay. Oh, Peso-Caps. Sehr, sehr fresh. Ey, ich habe auch gerade eine Peso-Cap. Sneaker. Ja, super. Jetzt zeige ich mal meinen auf. Oder einfach nach Dubai ziehen. Ich habe heute diesen CPFM Cowboy-Fleece an. Ihmchen hier. Ich habe aber gar keinen Bock auszuwandern, Leute. Und soll ich euch mal was sagen? Wisst ihr, woran ich neulich erst gedacht habe? Dieses, weil jeder Blogger gerade nach Dubai zieht, so viel Sinn macht das eigentlich gar nicht, außer man bleibt immer da. Also wenn man nach Dubai zieht, dann muss man immer da bleiben. Weil wenn du irgendwann wieder nach Deutschland kommst, Bro, dann musst du diese 30% Einfuhrsteuer zahlen oder wie das heißt. Als Beispiel, du hast dann 1 Million in Dubai verdient, nie Steuern gezahlt, dann musst du 300.000 wieder abgeben, wenn du hier reinkommst. So. Also wenn du 1 Million auf Konto hast. Wisst ihr, wie ich meine? Und das heißt dann am Ende des Tages zahlt ihr da dann, also wenn ihr wieder zurückkommt, dann zahlt ihr 30% Steuern statt 45%, dann habt ihr 15% gespart, aber wart dann auch die ganze Zeit weg von eurer Familie, Umzug, hin, her, dies, das. Also ey, dann, Digga, lohnt sich ja gar nicht. Also wenn, dann muss man wirklich immer da bleiben. Wenn man wieder zurückkommt, lohnt sich das gar nicht. Peso-Cap. Eine Basic-Jeans, Dunks und eine Bag. Goyard-Bag. Yes, sir. Wie war die Fahrt, Bro? Super, ja? Ja. Also, wir sind jetzt in Berlin angekommen. Die Belichtung ist jetzt nicht so krass. Ja, war entspannt. 5 Stunden oder so sitzen oder 6, ich weiß gar nicht mehr, wenn wir losgefahren sind. Wir werden jetzt abgeholt, tatsächlich, und ich freue mich schon unfassbar auf das Sommerauto. Wetter ist hier tatsächlich ganz in Ordnung, obwohl es eigentlich hieß, es soll regnen. Ich hoffe, das bleibt so, dann kann man auch mal zurück ein bisschen brettern. Ja, wir sehen uns gleich. Okay, wir wurden jetzt hier abgeholt in der neuen S-Klasse von Chris von Rentavision schon. Das hat Stil. Und sieht sehr, sehr crazy aus hier. Wir brauchen jetzt noch so 10 Minuten bis dahin. Ich bin sehr gespannt auf den Wagen. Was sagst du, ist gut geworden? Folie-Hammer? Ist sehr gut geworden. Ja? Okay. Haben die Jungs gut gemacht. Okay, Shoutout auf jeden Fall auch noch an die Jungs von Vega Performance fürs Folieren. Und, Vega Performance, ja, kenne ich auch. Dann bis gleich beim Autohaus. Okay Leute, ich bin jetzt da. Ich stehe gerade vor dem Wagen. Die Farbe ist geisteskrank geworden. Ich habe seit 2019 oder 2020 irgendwie die Farbe gespeichert und gesagt, ich will sowas auf jeden Fall machen. Und endlich ist es soweit. Ich weiß nicht, ob alle es feiern werden. So ein bisschen auf Taxi angelehnt. Ich finde es auch sehr krass, diese Sandfarbe. Geil, Digga. Sehr nice. Ich weiß noch, ich hatte mal vor 1-2 Jahren war das da, habe ich auch mal, war ich mit Jason und, also seinem quasi dem Fotografen Jason und Justin war ich mal auf der Kür unterwegs gewesen, da habe ich den auch mal so ein Bild so von so einem beigen Lambo gezeigt und meinte auch, das sieht übelst nice aus. Also ich feiere das auch.
Hat ja auch quasi Kanye West, hat ja auch diesen Beige Urus. Feier ich auch sehr. Geil, Digga. Lamborghini-Taxi. Das teuerste Taxi der Welt. Lambo ist halt schon so ein nicer Flex, ne? Das ist zu krass. Wenn du mit Lambo irgendwo hinfährst, du bist überall im Polarisieren. Lambo macht dich automatisch zum Superstar. Das ist zu krank, Digga. Auch geiler Beat, ja? Oh, Forge Carbon. Kamera kommt gerade noch gar nicht klar. Boah, jetzt sieht man das geil. Ey, check das mal ab, bitte, wie crazy das ist. Ist der normale Hurakan, der ist also jetzt der ältere. Für 4 Monate quasi. Mir. Drop Top. Ja, perfekt, für 4 Monate. Sehr, sehr krass. Türkise Interior mit Lamborghini-Zeichen. Digitales Display. Boah, Junge, das wird so krank. Leute, ich feiere das so abnormal. Geil, Mann. Hier, die Auspuffe zeige ich euch auch nochmal. Die Auspuffs. So crazy. No joke. Das ist geisteskrank tief. Aber die Erfahrung habt ihr schon im McLaren gemacht. Boah, das ist so nice. Ey, aber jetzt gleich erstmal 6 oder 4 Stunden ist das? 6 Stunden. 6 Stunden, ja. Ja, erstmal damit klarkommen, die erste Part. Das ist wirklich krass. Man kann hier auch, man sitzt so voll. Warte, ich versuche mal Sitz so ein bisschen nach hinten zu machen. Mhm. Aber jetzt so, wenn da die Sonne scheint und so, da vermisse ich ein bisschen den Justin. So jetzt, wenn ich noch in Köln wohnen würde, so letztes Jahr im Sommer auch ab und zu mit Justin was gemacht oder generell die letzten Jahre, wenn ich jetzt noch in Köln wohnen würde, dann würden wir ab und zu die Lambo-Tour ins Masons machen. Dann ab und zu mal eine schöne Pfeife in der Sonne rauchen mit Justin. So. Ja, das wäre jetzt was. Ah ja, besser. Ah, wer weiß, vielleicht mal, und dann bei vielleicht fahre ich mal bald wieder nach Köln. Nicht fahren und dann nimmt man keine irgendwie Range oder so und im Sommer, wenn geiles Wetter ist, schon mit dem Lambo-Porn, Bro. Das ist wirklich, ja, so überlegt so nice. Mal jetzt die Autos, die Justin jetzt gerade hat. Also klar, der Rolls-Royce Rave, so auf maximal stilvoll. Der Range Rover Sport SVR auf maximal Panzerwagen und einfach so auf maximales Bretterfahrzeug einfach den Huracan. Ganz wild. Einfach den GTA 4. Oh, schön, schön, schön. Das ist geil. Ist der Motor kalt? Gib ihm 5,5. Don't be gentle, it's a rental. Nice, man, nice, nice, nice. Man muss schon ein bisschen aufpassen, ja, mit der, ja, Kamera. Aber der fährt sich schon hart, Alter. Ja? Aber ist geil, ja? Aber merkst du einen Unterschied zu McLaren? Ich glaube, McLaren war noch ein Ticken softer. Na gut, dass man die Megapixel die Kette drauf stellt. Ey Leute, das Feeling ist krass. No joke, ich war gerade das erste Mal Cabrio in meinem Leben. Ich bin übelst am Strahlen. Das ist so nice. Bro, das ist geisteskrank. Das war eine super Entscheidung, den hier für den Sommer zu holen. No joke. Vielen, vielen Dank an Rentavision, dass ihr das möglich gemacht habt. Wie gesagt, die Farbe war absoluter Traum von mir. Komm, ich zeige euch mal ganz kurz. Ich hatte schon mal in meiner Story. Nice. Ich wollte seit März 2020 diese Farbe machen, wenn ich irgendwann mal ein Lambo habe, weil mich die so geflasht hat. Endlich ist es soweit. Das ist super, super crazy. Das Wetter geht doch klar, ne? Chef! Wir sind jetzt schon ein bisschen gefahren. Wie lang? Stunde? Anderthalb? Anderthalb, ja. Anderthalb, ja. Ey, wir haben so geistkrank Zeit aufgeholt, das Auto bockt so unfassbar. Ja, das Geile ist auch, wenn du von Berlin nach Köln fährst auf der, was ist das, die A1 oder so? Ich weiß nicht, das sind auf jeden Fall, du fährst so von den 600 Kilometern 480 auf einer Autobahn und das sind dreispurig unbegrenzt. Also ich bin das halt auch früher immer gefahren, als ich Mailin damals immer in Berlin besucht hat. Deswegen, also da kann man schon, wenn da die Autobahn frei ist, kann man da schon mies brettern. Ich hoffe, ihr versteht das soundtechnisch hier ganz gut. Wir sind gerade so low-key im Stau, beziehungsweise so eine Baustelle hier. Und ich konnte eben schon ein bisschen drücken auf 250 km/h. Es war geisteskrank. Ja, okay, es wird jetzt wieder lauter. Also. Nee, zu geil. Wir sehen uns an der Raststätte dann oder so. Okay Leute, erster Tankstopp. V10. Ja, das, was soll ich sagen? V10. Das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Der Wagen ist so nice. No joke. Ich war jetzt übertrieben. Facts. Einfach nur hart.
Ey, Felgen finde ich nicht so nice, aber... Hör ich das mal rein, seht ihr das? Hä? Da kommt voll der Rauch raus. Krass, wirklich krass. Da kommt einfach so... Was ist das? Das war schon am Dampfen wegen der Hitze. Am Dampfen wegen der Hitze, ja, okay. Krass. Das habe ich bei meinem aber auch noch nie. Wir stehen gerade wieder am Stau. Was heißt wieder? Das erste Mal so richtig. Schön Rettungsgasse bilden natürlich. Und wir haben jetzt mal die Möglichkeit genutzt, nochmal hier kurz das Drop-Top aufzumachen. Das ist direkt ein viel, viel besserer Stau. Und ja, Wetter ist eigentlich ganz nice. Ey, wir haben 12 Grad, man merkt es aber. Es ist direkt kein Geringverdiener-Stau mehr. Gar nicht, ne? Korrekt, korrekt. Ja, Stündchen anderthalb sind wir home. Und ja, es war eine nice Fahrt, eine entspannte Fahrt eigentlich. Lässt sich sehr, sehr geil fahren. Ich kann auch nicht sagen, ob auf weite Strecken McLaren oder Lambo angenehmer ist. Aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar nicer Wagen. Ich fühle mich so wohl hier drin. Und, also irgendwann wird schon sehr unangenehm im Lambo. Und das Ding ist, er hat ja auch die Komfortsitze. Also es gibt das, was ihr jetzt seht, die Sitze, das sind die wirklich die komfortableren Sitze noch bei Lambos. Das sind nicht die Schalensitze. Die Schalensitze, die sind voll Carbon. Da sitzt man wirklich auf einem Brett so. Und das sind noch die bequemeren. Aber trotzdem, selbst die sind halt irgendwann... also bei mir ist auch so, wenn ich mit dem Lambo so 2 Stunden fahre, da irgendwann ist wirklich, merkt man so im unteren Rücken, da ist dann wirklich irgendwann, wird es unangenehm. Ja, also man muss auf jeden Fall schon mal sagen, Interior und System und so ist auf jeden Fall der Lambo besser als der McLaren. Vom Fahren sind sie sich eigentlich relativ ähnlich und ja, aber Flügeltüren, da geht der Punkt natürlich an McLaren. Aber der V10 Motor, da geht der Punkt an, also der McLaren, den Justin hatte, sage ich mal, nur ein V8, was natürlich auch schon wild ist, aber V10 Saugermotor von Lambo, ja, ist natürlich, das ist klar. Anders. Okay, wir sind gut nach Hause gekommen, geisteskrank, geballert. Gute Zeit gewonnen und so. Es war eine geile Fahrt, es war ein sehr, sehr krasser Tag. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich mir sowas überhaupt erlauben darf. Natürlich wie immer vielen, vielen Dank an jeden, der da supportet hat. Muss man auch sagen, das ist selbstverständlich. Ich sag das oft, aber ich meine es halt auch wirklich so. Ja, klar. Und in nächster Zeit erwarten euch so geile Sachen. Meine Wohnung ist fast fertig eingerichtet, also demnächst kommt dann auch die Roomtour. GG & Co. bringt die Tage was vorbei. Auch da kann man sich eventuell wieder auf den Vlog freuen, wenn genug Content da ist. Und ja, bis dahin würde ich sagen, hoffe ich, hat euch das hier gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und... Gigi & Co. Gigi & Co. ist ja quasi, wie sagt man, Juwelier, Schmuckhersteller. Das Ding ist auch, Leute, da wollte ich euch noch fragen. Ich habe Justin vor ein paar Tagen mal gefragt, ob er mir den Kontakt von Gigi & Co. schicken kann. Weil vielleicht habt ihr es ja bei mir in der Insta-Story gesehen. Ich bin voll am Überlegen gerade. Ich weiß nicht, ich fände das irgendwie voll nice, weil ich bin halt voll am Überlegen, gerade mir so ein Iced-Out-GTA-Anhänger zu machen. So. Stellt euch vor, ich sitze jetzt hier so und habe so eine Kette an. Und dann ist hier so in der Größe circa, so wie ihr es hier gerade seht, so in der Größe, wäre jetzt hier so ein GTA-Anhänger, so einer auf den, weißt du? So Iced-Out, ich fände das schon krass so. Weil das Ding, ich mache ja auch so GTA-Videos und ich bin ja auch so durch GTA quasi groß geworden auf YouTube. Ich fände das schon geil, so irgendwie das so ein bisschen so... zu representen. Dann sitze ich einfach hier, machst du meine GTA-Videos und hab hier so ein Iced-Out-GTA-Panel. Das wäre schon... Oder iCrimex-Logo, wäre auch krass. Okay, wir können ja erstmal generell fragen, Live-Chat, fändet ihr das nice, wenn ich mir irgendwie so eine Chain hole, also so eine Kette, so ein Pendant, so einen Anhänger holen würde? Fändet ihr das nice? Wir können ja dann immer noch überlegen, ob wir dann iCrimex-Logo oder GTA-Logo machen würden. Aber das wäre schon irgendwie krass, oder? Stellt euch mal vor, so, Alter, ich sitze dann hier und mach meine Videos. Wer schon? Oha, der ganze Live-Chat, der schreibt alle ja. Okay, Leute, okay, jetzt muss ich durchziehen. Wenn ich jetzt nicht durchziehe, dann ist schmalspurmäßig. Ich muss das jetzt durchziehen. Egal, Leute. Oh, jetzt macht die ja auch noch eine Abstimmung. 80% für ja. Okay, Leute. 82%. Ja, 85%. Okay. Ja, ist gut, Leute. Da muss ich nochmal ein bisschen dann, bisschen in die Tasche greifen und mir eine schöne, dünne Chain gönnen. Leute, das soll es gewesen sein von der Reaction auf Justin. Check den Boy aus. Sehr, sehr nice Video. Und viel Spaß mit deinem Lambo-Justin, wenn du das hier machst.